Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es ein Stück weit um die Zukunft von Apex Legends, die sehr, sehr rosig zu sein scheint. Ich habe zwar keine genauen Details, wie das zum Beispiel im Jahr 2022 aussehen soll. Ich habe auf jeden Fall schon mal aus den Game Files eine neue Arena Map. Um das es aber hauptsächlich in diesem Video eigentlich gar nicht geht, aber das einfach als kleinen Bonus, wie die neue Map zu heißen scheint. Vielleicht bekommen wir die schon in Split 2, ist schon in den Gamefiles drin, ansonsten spätestens in Season 10. Ich möchte euch von EA bzw. von Apex Legends ein paar Twitter-Posts zeigen, die uns auf jeden Fall sagen, dass es mit Apex Legends noch sehr lange, sehr geil weitergehen soll. Wir fangen mal mit den ersten Posts an und die bauen so ein Stück weit aufeinander auf und ihr könnt euch gerne mal in den Kommentaren auch so ein bisschen auslassen, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall schreibt EA, laut EA war die Anzahl der Apex Legends Spieler in Season 8 die höchste seit Season 1. Apex lieferte auch den besten Tag in Season 8, den besten 24-Stunden-Zeitraum, die beste Woche, den besten Monat und die beste Ingame-Event-Geschichte. Und das auch auf den Umsatz gerechnet. Jetzt haltet euch fest, das ist der absolute Wahnsinn. Post Nummer 2, EA geht davon aus, dass sich die Dynamik von Apex Legends in diesem Jahr fortsetzen wird und prognostiziert, dass in diesem Geschäftsjahr eine 3/4 Millionen US-Dollar generiert werden. Da wisst ihr, wie schwer EA ist oder beziehungsweise wie viel Apex Legends einspielt. Das ist der absolute Wahnsinn. Und da fangen wir jetzt besser mal nicht an, darüber zu reden, warum EA oder Respawn immer noch so bescheidene Server hat. Und die haben auch geschrieben, das habe ich jetzt hier leider nicht vorbereitet, EA hat tatsächlich mit diesem extrem heftigen Ansturm zum Start von Season 9 nicht gerechnet, was so ein bisschen die Stabilität der Server erklärt, was ich aber trotzdem irgendwie traurig finde. Weiterhin schreiben die, wir haben weiterhin erstaunliche Inhalte, erstaunliche Charaktere, erstaunliche Dinge zum Spiel hinzuzufügen und immer mehr Leute werden versucht, dem Spiel näher zu bringen. Und als letzten Posten, das ist eigentlich das, was ich am interessantesten finde. Das ist alles aus dem Gewinnaufruf von EA. Zusammenfassend hat Apex Legends die Erwartungen übertroffen und plant, das Spiel im kommenden Jahr, das heißt 2022, massiv weiter auszubauen und auch große Pläne für die Handyversion. Das bedeutet für mich, mal abgesehen vom Release der mobilen Version weltweit, hoffentlich dann bald, aber ich gehe erst tatsächlich von, sorry, ich bin immer noch nicht so ganz fit, ich gehe tatsächlich immer noch von März 2022 aus. Das wird wahrscheinlich eins dieser massiven Dinge sein und ansonsten könnte ich mir vorstellen, mal abgesehen von Season zu Season und dem neuen Arena-Modus, gehe ich zumindest davon aus, dass da noch ganz viel Stuff passiert, mit dem wir eventuell nicht rechnen. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil finden. Gerne in die Kommentare, was könnt ihr euch vorstellen, könnte zu Apex Legends noch dazukommen. Das Einzige, was ich mir tatsächlich noch richtig gut vorstellen kann, und ich habe eigentlich schon viel, viel früher damit gerechnet, als wir, ich glaube, es war in Season 5, die Quest reinbekommen haben, dass man vielleicht so eine Solo-Kampagne spielen kann, so ein bisschen Story machen kann. Es kam nämlich schon vor, ich glaube vor Season 4 habe ich schon mal darüber berichtet, da gab es Gamefiles, die darauf hingewiesen haben, dass es sein kann, dass es PvE Interaktionen geben wird oder Sachen geben wird, Story-Quests, keine Ahnung, wo wir, was weiß ich, gigantische Monster töten müssen und da wahrscheinlich alleine oder zu dritt unterwegs sind und irgendwelche Sachen erledigen müssen, außer diese, ich sag mal, 0815-Quest-3 in Season 5. Jetzt hätte ich doch tatsächlich fast vergessen, über die neue Arena-Map zu reden. Voraussichtlich neue Map. Und ich rede gleich noch über den Ring of Fire von Octane und eine Theorie von mir, was Skulltown betrifft. Das ist wirklich nur eine Theorie von mir. Zum einen haben wir in den Gamefiles schon seit Release das Aquädukt irgendwas mit Wasser wird's zu tun haben. Was anderes macht da für mich keinen Sinn. Kann sein, dass wenn die Map released wird, sie dann Overflow heißt, wie wir unten rechts sehen. Das soweit dazu und ich hoffe vielleicht und ich denke, der Arena-Modus hat das zu bieten, dass wir vielleicht in jedem Split eine neue Map bekommen. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr feiern. Respawn hat sich zu Wort gemeldet, was den Octane Ring of Fire
betrifft. Und es wird uns der Wind aus den Segeln genommen. Dieser Spot wird keine eigene Map werden, denn dieser Spot ist faktisch, wenn wir uns die ganzen Maps, die wir aktuell im Arena-Modus haben, mal vorstellen, tatsächlich ist dieser Bereich von dem Ring of Fire deutlich zu klein. Das kann ich nachvollziehen. Vielleicht wird es ja irgendwann so sein, dass dieser Punkt ein bisschen überarbeitet wird. Extra für die Arena, dass dieser ganze Spot ein bisschen größer wird für die Arena, dass es ein bisschen umgebaut wird. Nicht direkt auf Kings Canyon, sondern wirklich nur für die Arena. Dann kommt es vielleicht. Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Und bei Skulltown habe ich die Hoffnung und ich hoffe, dass das nicht ein Negativargument ist, genauso, weil der Spot im Allgemeinen ist auch nicht mega riesig, dennoch größer als der Octane Ring of Fire. Ich nenne den immer Octane Ring of Fire, den richtigen Spot, verchecke ich immer, wie der heißt. Bei Skulltown ist es ja eigentlich fast nichts anderes von der Größe her. Und ich befürchte so ein bisschen, wir haben oben auf den Dächern Platz zum Fighten und ganz unten, wo die ganzen Gänge sind, diese kleinen Gebäude, beziehungsweise nicht die kleinen Gebäude, sind ja große Gebäude, aber unten die Gänge in diesen Riesengebäuden und eben oben auf den Dächern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Problem für die Endzonen sein könnte, wenn ein Squad eben oben ist, das andere Squad ist unten irgendwo, verschanzt sich in den Gebäuden und keiner will sich vielleicht so richtig bewegen, dass das vielleicht ein negativer Aspekt für die Endfights sein könnte. Nur eine Vermutung von mir. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Das soll es für dieses Video jetzt gewesen sein. Lasst mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben, aber wenn ihr neues seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's von mir. Haut rein. Ciao.